Okay, Freunde, wir dürfen gar keine Zeit verlieren. Es sind richtig krasse Sachen heute in diesem Video passiert. Es wird wieder Zeit für einen Vlog, denn Chaosbro kam zu uns und hat gesagt, wir sollen einen richtig krassen Song über den Bizeps Bruder Clan machen, damit wir ein Statement setzen und die bösen neuen YouTuber wirklich gar keine Chance mehr haben. Also guckt euch dieses Video bis zum Schluss an und achtet mal gleich, was mit Paul Bagger Hills passiert ist. Ich bin echt überrascht gewesen. Leute, lasst einen saftigen Like da, aktiviert die Glocke und ich sag euch, der Vlog, der nach dieser Minecraft-Aktion kommt, das wird übertrieben geil. Wir sehen uns gleich, Leute. Ich zeig euch, ich nehme euch überall mit. Let's go! Okay, Freunde, guckt euch das nämlich an. Ich habe hier nämlich gleich einen Termin mit Tridan und oh mein Gott, als ob er das alles jetzt selber repariert hat. Er hat mir nämlich geschrieben gehabt, Sue, wir müssen uns treffen und da ist er auch schon. Tridan, ich bin gerade geflogen und habe hier gerade die Stadt gesehen. Gestern war die ganze Stadt kaputt und jetzt auf einmal wieder alles repariert worden oder was? Und ich habe sogar gesagt, Tridan, lass das gemeinsam machen. Hast du das etwa alles alleine gemacht oder was? Bro, guck dir das mal an. Alles sieht wieder fast aus wie vorher. Guck dir sogar die Stadt an. Das bin einfach ich. Das ist nicht mehr Candy. Bro, oh mein Gott, wie lange hast du bitte dafür gebraucht, dass bist einfach Bro, du... Bro, es hat so lange gedauert. Aber weißt du, warum da nicht mal Candy-Statue steht? Warum? Ich hab mitbekommen, dass viele neue YouTuber oder einige auf jeden Fall geweint haben, weil Candy einfach so geschossen hat gegen die Neuen. Warte. Die Neuen haben geweint und waren traurig, weil... Bro... Erzähl mal weiter. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab mitbekommen, die waren einfach traurig, weil Candy... Die sind ja gegangen von der YouTuber-Insel. Candy und Flauschi zusammen. Und die haben einfach noch gegen alle neuen YouTuber geschossen, dass sie irgendwie komisch seien und so. Und die haben einfach geweint und... Also ich konnte Candy Statue hier auf gar keinen Fall mehr stehen lassen, deswegen. Hä? Also erstmal finde ich das richtig gut, dass du dann aus diesem Grund diese Statue gewechselt hast. Und zweitens finde ich das eh ehrenlos, weil guck mal, wenn die gehen, dann muss man doch nicht hier alles in Schutt und Asche legen, so. Für die neuen YouTuber, ich kann mir halt schon vorstellen, dass die neuen YouTuber mega traurig über diese Aktion waren. Also ich sagte ehrlich, Tridan, Hut ab. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall mit dir vertrauen kann. Und deshalb Respekt geht da an der Stelle raus. Und ich hoffe, dass die neuen YouTuber nicht mehr traurig sind, weil letztendlich, die sollen nicht traurig sein, keiner ist hier komisch, keiner ist hier sonst was. Ich bin super zufrieden, wie das hier alles läuft. Und, Tridan? Ja? Was ist bitte mit dem Alpha Tower passiert? Bro, das weißt du doch gar nicht, oder? Bro, ich hab das gerade erst jetzt gesehen. Oh mein Gott! Bro, der Alpha Clan ist zurück. Das sieht geil aus. Das sieht echt geil aus. Das sieht echt cool aus, Bro. Aber da, ich sag dir ehrlich, da musst du erst ein bisschen aufpassen. Da müssen wir alle ja, aber Moment mal. Alpha Steinchen, mit dem habe ich schon Bekanntschaft gemacht. Der war relativ korrekt. Der hat wirklich bis jetzt einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn er jetzt quasi sich für das Gute einsetzt, dann bin ich super zufrieden. Also bis jetzt, top Leistung, ihr Leute. Voll geil. Und ja, da, oha, sogar das Polizeipräsidium hast du wieder neu aufgebaut, ja, Bro, oder was? Ja, wollte ich sagen, der Boden ist als, also auch das Polizeipräsidium sieht aus wie vorher. Guck mal, hier sieht man nichts von der Sprengung, sieht ganz cool aus. Voll geil. Den Boden habe ich probiert, so gut zu gestalten, wie es geht. Natürlich habe ich das Gebäude von Candy und Flauschi. Was steht denn da? Da steht Triebwerkstatt Paulberger. Ja, Bro, der Ort heißt jetzt Triebwerk. Triebwerk, geil. Ey, ich bin super zufrieden, Mann. Richtig nice. Weißt du, was das Ding ist? Steht auch noch da oben rechts. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, ich muss dich auch gleich erstmal allein lassen. Also erstmal wirklich Hut ab, Respekt, dass du hier wirklich dich für das Gute einsetzt und hier diese Stadt wieder schön machen willst. Ich bin gespannt, was jetzt in der Zukunft alles passieren wird. Aber ich muss eine Sache mir angucken gehen und wenn das wirklich stimmen sollte, werde ich richtig sauer. Weil dann muss ich was unternehmen. Dann muss ich mich wirklich nochmal richtig fett für die Gerechtigkeit einsetzen. Genauso wie du das schon gemacht hast. Und es wird Zeit, dass ich hier ein Statement setze, ja? Ich werde nämlich zu meinem Gebäude gehen. Da wurde mir nämlich in den Kommentaren gesagt, dass ich mir das mal angucken soll. Und wenn das wirklich stimmen sollte, werde ich richtig sauer. Dann mach's gut, mein Freund. Und okay, ich guck mir das jetzt mal an, okay? Okay, pass auf dich auf, Sue. Ciao. Ey, Leute, das ist ja so übertrieben krass, was Tridan hier alles ermöglicht hat. Also ich sag euch ehrlich, er hat einfach diese Statue nochmal ersetzt. Er hat Paulberger Hills nochmal geändert zu Triberg. Ist mir vollkommen egal, wie der Name ist. Aber ich sag euch, alles viel, viel besser als dieser ganze Schutt und diese ganze Asche, was davor war, was Candy verursacht hatte, nur weil er irgendwie diese Insel verlassen hat und uns nicht den Spielspaß lassen wollte. Das finde ich richtig respektlos gegenüber den anderen. Aber ist mir egal, wir werden diese Stadt wieder aufbauen. Und ich sage euch, früher oder später kommen die anderen YouTuber zurück. Ihr habt sogar gesagt, ich soll Lukas und so Bescheid geben. Also YFHD, Stani und allen anderen. Wenn die wissen, dass Ryan und so auch nochmal da sind und Tridan sich wirklich für die Gerechtigkeit einsetzt, dann werden die vielleicht zurückkommen. Aber Leute, was ist das? Hey, danke, dass ich mich bedienen durfte. Alles Gute dir, dein Stace. Ihr habt mich echt nicht verarscht. Das ist also wahr, was Stace hier gemacht hat. Okay, wisst ihr was? Stace hat ja schon mit Kian geredet. Ich werde mit Kian reden und ich werde ihm das zeigen. Es wird Zeit, dass wir hier ein Statement setzen. Freunde, ich habe keinen Bock mehr. Chaosbro werde ich jetzt auch alarmieren, denn er muss jetzt hierher kommen mit Kian zusammen. Es wird Zeit, dass der Bizeps Bruder Clan wirklich hier für Recht und Ordnung sorgt. Ich schreibe jetzt Kian an. Ich warte, dass er jetzt herkommt.
Kian, komm mal ganz kurz mit. Bro. Ich hab die Schnauze voll. Komm mal ganz kurz mit. Wir müssen jetzt langsam ein Statement setzen, okay? Ich hab wirklich die Schnauze voll. Ich sag dir ehrlich, ich kann mir nicht vertrauen. Ich weiß nicht, wer von den neuen YouTubern böse ist. Ich weiß nicht, wer von denen gut ist. Aber ich dachte, man kann Stace vertrauen. Guck mal, was hier steht. Hey, danke, dass ich mich bedienen durfte. Alles Gute dir, dein Stace. Ist das jetzt wahr oder was? War das Stace? Hat Stace hier dieses Gebäude von Blackjack kaputt gemacht oder was? 100% Bro. Und der hat schon bei mir solche Aktionen geschoben. Aber ich habe ihn gekillt gestern. Wie, er hat bei dir auch diese Aktion geschoben? Bro, er hat meine Tiere gekillt. Und ich habe zu ihm die ganze Zeit gesagt, hör auf, ich bin dein Cousin, du kannst sowas nicht machen, bla bla. Er hat durchgezogen und dann später am nächsten Tag habe ich mich dafür gerecht. Er hat also auch deine Tiere getötet. Jetzt komm mal her. Mann. Guck dir mal diesen Krater hier an. Ist das nicht phänomenal hier, was wir hier sehen können? Ist das nicht gigantisch? Also einfach ein Riesenkrater hier im Dschungel. Bro, und das Ding ist, jemand hat hier eine Kiste platziert gehabt. Ich war naiv, ich habe das ganz normal aufgemacht. Ich dachte, okay, vielleicht ist da was Cooles drin. Ein cooles Geschenk, weil ich war mir eh schon sicher, dass die neuen YouTuber ja keine krassen Sachen drin haben. Aber so eine kleine Geste dachte ich mir, komm, cool, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht ist da so eine Rose oder sonst was drin. Klar, ich kann nichts mit Rosen anfangen. Aber ich dachte mir, vielleicht haben die Spaß und machen so kleine Späßchen draus. Aber Bro, das war kein Spaß. Ich habe nur noch 2 Herzen gehabt. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich noch ein Totem am Start hatte. Weißt du, jetzt stell dir mal vor, meine ganzen Items wären wieder weg. Und du weißt, ich hatte 2 Wochen lang keine Items gehabt. Und deshalb. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal den Leuten zeigen, wer wir überhaupt sind. Und wer sind wir, Bro? Wir sind die Bizeps-Brüder. Und weißt du, warum wir die Bizeps-Brüder sind? Warum? Weil wir einen fetten Bizeps haben? Nicht nur das. Wir werden jetzt zu Chaos Flow gehen, auch dem Bizeps-Bruder schlechthin, Leute. Und wir werden mal herausfinden, was seine Meinung dazu ist. Ich weiß noch nicht, ob er wirklich die ganzen neuen YouTuber schon gesehen hat und was seine Meinung dazu ist. Deshalb lass mal zu ihm fliegen und schauen, was er dazu sagt. Komm mit, lass uns straight dahin fliegen. Let's go! Leute, natürlich müssen wir hoffen, dass Chaos Flow überhaupt da ist. Aber ich habe schon mitbekommen, dass er gleich da sein wird. Ich hatte ihm nämlich schon mal Bescheid gegeben gehabt im Discord. Und wenn er gleich da ist, dann reden wir mit ihm, gucken mal, was seine Meinung dazu ist. Und vielleicht hat er einen coolen Vorschlag, was wir da jetzt gemeinsam machen können. Weil ich lasse das nicht mehr zu, Leute. Ich lasse das nicht mehr zu, dass man mit uns sowas macht. Diese schöne YouTuber-Insel darf nicht kaputt gehen. Und deshalb, Freunde, wir werden jetzt mit Chaos Flow reden. Und ich hoffe, dass er schon am Start ist. Und da ist er auch schon. Kian, du bist sogar vor mir angekommen. Voll geil. Oh, Chaos Flow, ich habe dich da drinnen gesehen. Können wir uns irgendwo anders unterhalten? Hallo, ich hoffe, dir geht's erstmal gut und es wird dunkel. Können wir bei dir kurz reingehen in dein Gebäude? Ah, ja, ihr könnt reinkommen, die können reinkommen. Oh, das ich muss hier nur alles umbauen. Hier wurde alles richtig orange gemacht bei mir. Hä? Guten Tag. Ich sehe gerade, das ist eine Melone. Ey, ist cool, oder? Das sieht ja voll geil aus. Ey, jetzt realisiere ich echt, dass es eine Melone ist. Ich bin ja vorbeigeflogen und dachte, okay, cooles, buntes Gebäude. Aber jetzt im Inneren merke ich, dass es so Melonenkerne sind, ne? Geprankt. Ich muss das musste wieder richtig machen gerade. Bro, was hältst du davon? Ich verstehe. Was hältst du davon? Ganz ehrlich, diese Melone könnte die Farbe, das könnte unser Wappen sein einfach. Bizepsbrüder Melone. Meinst du? Oder vielleicht einfach so ein Bizeps? Also ich weiß nicht, wir müssen uns auf jeden Fall so ein Banner noch überlegen. So ein goldener Bizeps auf Goldchip mit einer Melone in der Hand. Oh mein Gott, das ist eine richtig geile Idee. Aber Chaos Flow, es wird jetzt ernst. Komm mal her, wir müssen kurz mal miteinander reden. Was denn? Kian weiß nämlich schon Bescheid. Guck mal, du weißt... Die Paulberger Hildstadt, ne, die wurde angegriffen. Die wurde kaputt gemacht. Gesehen. Und das Ding ist, es gibt gute YouTuber. Tridan hat das anscheinend hier wieder aufgebaut. Aber es gibt immer noch auch schlechte, böse YouTuber, die hier wirklich nur das Böse haben wollen. Und deshalb, wir müssen ein Statement setzen, Flo. Wir müssen mit Kian, ihr zwei und ich zusammen zu dritt, wir müssen den Bizeps-Bruder-Clan zum stärksten Clan machen, dass die anderen uns respektieren und nicht mal auf unserer Nase rumtanzen. Versteht ihr das? Wir müssen ein Statement setzen. Wir müssen zeigen, dass diese YouTuber-Insel nicht down gehen wird. Egal, was sie zerstört wird. Wir werden dafür sorgen, dass sie sogar alles reparieren. Versteht ihr das? Wir müssen dafür sorgen, dass sogar die anderen OG-YouTuber und alle anderen dazukommen, dass sie zurückkommen. Und deshalb, diese Stadt darf nicht weiter kaputt gehen. Gar nichts von dieser Insel darf kaputt gehen. Habt ihr eine Idee, was wir machen müssen? Bro, erstmal 40 Gramm Proteine. Okay. Okay. Ich habe nichts bekommen, aber ich gönne mir Steak, auch proteinhaltig. Nice. So, also, der erste Plan, den wir haben können, ist, wir müssen auf jeden Fall ein Statement setzen. Das heißt, wir müssen irgendwie den Leuten berichten, dass sie von uns erfahren. Aber wie können wir das am besten machen? Wir können die Statue umbauen auf jemanden von uns oder uns drei zu dritt so geteilt. Boah, das wäre auch krass. Das wird auf jeden Fall auch Zeit fressen. Nach draußen mit einem großen Bizeps. Ja, verstehe. Well, ich habe noch eine viel bessere Idee. Was für eine Idee hast du denn?
Weil, guck mal, hier ist, hier, wenn wir hier was bauen, das sehen die nur, wenn die hier vorbeikommen. Aber was ist, wenn die uns nicht sehen, sondern wenn die uns hören? Wenn die uns hören, worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Ja, lass den offiziellen Bizeps-Bruder-Clan-Song machen, oder? Oh mein Gott, aber wem sollen wir fragen? Wer könnte das... Oh. Warte mal, ein Bizeps-Bruder-Song. Jetzt. Aber wie lange haben wir denn Zeit dafür? Wir müssen das ja so schnell es geht rausballern. Aber wer kann denn singen und wer kann Musik machen und wer kann gute Texte schreiben und Beats machen? Ich kenne niemanden. Hä, Kian, du! Du bist doch Musiker! Oder? Ach ja, da war ja was. Okay, Kian, guck mal, schaffen wir das? Das Ding ist, dann lass uns das innerhalb von einem Tag machen. Schaffen wir das? Ja, ich mach Hintergrundstimmen. Oh mein Gott, das wäre richtig geil. Chaos, du, weißt du was? Wir überlegen uns jetzt schnell was und dann schreibe ich dir ganz kurz bei Discord. Du schickst mir hier direkt ein paar coole Sätze. Kian, wir machen dann den Text zusammen. Und Bro, mit deinen krassen Skills, die du drauf hast, Kian, wird das ein richtig geiler Song. Let's go. Lass uns das jetzt direkt machen. Ich setze mich genau jetzt schon an den Song. Wir sehen uns. Okay, ich komme jetzt sofort. Leute, ich würde mal sagen, wir setzen uns jetzt direkt ran und wir gehen jetzt sofort raus, machen diesen Song und dann kommt er morgen schon raus, Leute. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt jetzt dran. Der Vlog wird jetzt losgehen. Wir werden jetzt sofort diesen Vlog machen und uns überlegen, wie wir diesen Song machen. Es wird richtig geil. Also, ich nehme euch mit. Let's go. Okay, Castro will also, dass wir einen Bizeps-Bruder-Song machen. Der gute Kian und ich, wir haben uns wieder hingesetzt. Der Meister höchstpersönlich hat hier wieder komplett was richtig Krasses hergezaubert. Leute, es wird richtig geil. Ich muss auf jeden Fall den Text jetzt auch nochmal ein bisschen auswendig lernen und üben. Und dann werdet ihr ihn einfach spüren. Und das hat sich auch gerade gereimt. Checkst du das, Kian? Konzentrier dich mal aufs Autofahren. Leute, ich sage euch, Chaosro wird natürlich auch eine Passage im Video haben. Und ich bin umso mehr gespannt, wie sich das am Ende alles anhören wird. Aber wir haben jetzt wieder einen neuen Kameramann dazugeholt. Ihr kennt das, Freunde. Wir machen wieder einen saftigen One-Taker für euch vom allerfeinsten. Und ich freue mich schon wieder auf die ganzen Dance-Moves. Kian, hast du ein paar geile Dance-Moves wieder am Start? Ich schwöre, ich sag ehrlich, meine Füße zittern. Die zittern richtig so. Die zittern. Seine Füße sind am Zittern. Zittern nicht. Ach, ist das noch Trend? Ich glaube nicht. Ist aber scheißegal. Aber ich bin gehypt. Vor allem, das letzte Mal hatten wir ja wirklich so Zeitdruck gehabt, dass wir das alles nachts gemacht haben. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, wir können endlich auch so am hellen Tage aufnehmen. Morgen kommt schon direkt das Video. Wir haben an sich auch wieder nur einen Tag Zeit, aber müssen das nicht mehr in der Nacht aufnehmen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir haben noch einen Tag Zeit. Alter, das ist einfach schön. Echt. Das hat niemandem erzählt. Und wenn ihr schon gehypt seid, auf den Song jetzt einmal alle unten in die Kommentare irgendwas zum Thema Bizeps-Bruder schreiben und mein Auge juckt. Mein Bizeps brennt. Mein Bizeps brennt nicht, aber seiner. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich beim Essen, ja, mit dem neuen Kameramann. Okay, Leute, wir sind jetzt hier richtig schön am Döner essen. Kian, bist du ready? Ich bin ready, bin ready. Warum isst du denn jetzt überhaupt? Ich habe Tomatenallergie. Nein, wegen dem Protein für die Bizeps-Brüder, Leute, Bizeps-Brüder. Wichtig. Oha, guckt euch mal seinen Bizeps an, Leute. Andere Liga. Was habe ich mir geholt? Kleinen Döner-Teller, weil ich schon ein bisschen was zu Hause gegessen hatte. Und unser Kameramann, Leute, anhand seiner Stimme könnt ihr erraten, welcher YouTuber das ist. Ja, was soll ich sagen? Nix, Bruder. Was soll ich... Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Leute, ein Chai darf natürlich nicht fehlen. Ihr dürft dreimal jetzt raten, was hier zwischen war. Alles schon weg. Aber was war hier? Haben so viele schon erlebt. Was hast du denn schon erlebt? Dankeschön. Bitte? Was hast du schon erlebt? Vieles erlebt. Ja, vieles erlebt. Wie viel hast du erlebt? Hä? Wie viel hast du erlebt? Ich? Weiß nicht, aber über was? Erzähl in deinem Leben, was passiert. Ich hoffe nur Gutes. Ich musste gerade so übertrieben lachen, Leute. Kian hat mir gerade erzählt, was bei ihm abgegangen ist, als er gerade caken war. Nein, er war nicht caken, sondern Pipi machen. Erzähl mal. Ey, Leute, ich war so kurz pissen, ne? Und dann, ich dachte, ich bin allein und das Klo war nicht so groß so. Und ich fange so an zu singen, so, wir sind die Bizeps-Brüder. Aber genau so, ne? Ich so, haben so viele schon erlebt. Und genau in dem Moment kommt so ein Typ vom Kacken raus und guckt mich so richtig komisch an. Das war so peinlich. Wir haben uns zwei, drei Sekunden in die Augen geguckt. Und auf einmal, glaube ich, hat er sich verliebt. Sie glauben, die Geschichte ist wahr? Ich glaube schon. Oh yeah. Freunde, und zwar, das ist der Beat. Das ist der Beat. Wir werden jetzt wieder einen Ort aussuchen müssen. Wir dachten irgendwie an so einen Park oder so, wo es vielleicht so Fitnessgeräte gibt. Mal gucken, ob wir sowas in der Art finden, Leute. Das wird der Beat sein, worauf wir gleich rappen und singen werden. Freunde, seid ihr bereit? Bizeps, Brüder! Komm nicht mehr klar.
la. Okay, wir haben jetzt einen Platz hier ausgewählt. Ich hoffe, dass das gut ist. Ist einfach so ein Spielplatz. Ein Spielplatz, Leute. Spielplatz. Ein Spielplatz. Das Ding ist, wir haben gerade wirklich zufälligerweise fast gleich Jacken an, aber Kian sagt, meine Jacke ist geiler, ich finde aber seine Jacke geiler. Jetzt ist die Frage, Leute, er hat sogar gesagt, wenn du willst, tausche mit ihm. Soll ich die tauschen gegen die? Aber seine ist so ein bisschen hier... Schreibt's in die Kommentare! Schreibt's in die Kommentare! Oha, der Kameramann hat hier direkt hier Arbeit geleistet, oder was? Tauschen wir? Mein Name ist Markus und ich hasse alles. Und das sieht aus wie ein HDF-Video. Kennst du noch von damals? Halt die Fresse, dieses Agro TV, halt die Fresse-Video. Hä, wie cool ist das denn? Halte mal. Leute, ich muss mal ausprobieren. Kennt ihr das? Wenn ihr in Minecraft in der Welt euch Creative gibt und dann. Und dann rennt ihr so in der Luft. Echt? Das sieht richtig krass aus. Mach noch deine Arme gerade. Ey, das sieht unnormal aus. Okay, was ist das? Hä, Rückentrainer? Wie viele Leute sich da raufgelegt haben. Gar keinen Bock. Hier kannst du dich drauf. Ich war der Experte hier. Machst du, bewegst du was denn? Leute, der YouTuber will sich nicht zeigen. Also nicht der, sondern der Kollege. Was ist das für ein Scheißen? Auf mich. Ihr kennt ihn alle, ihr kennt ihn alle. Ihr kennt ihn alle von Dings hier, von Jason Derulo. Jason? Och nein, Leute, wir sind hier jetzt den ganzen Weg durch dieses Grüne gegangen. Und ich sag euch, kennt ihr das? Ich bin safe so einer, ich bin safe auf Hundekacke getreten. Locker. Wir sind wie immer so, haben Römer und Vandam bei uns im Poker gespielt. Und das waren so Ecken, wo wir uns immer versteckt haben. Ecken? Ecken? Alter, Leute, was ist das hier? Römer und Vandam, kennt ihr das Spiel? Habt ihr das auch damals immer gezockt? Oha! Einfach Horrorfilm gleich drehen. Was ist denn das? Guckt euch das mal an. Was ist das? Ist das so... Hä? Keine Ahnung, was das ist. Bruder, das ist das Spiel, was du so... Frisbees? Ja, das musst du da reinwerfen. Oh, Geister, Digga, wird geil. Frisbee, man kennt's. Freunde, man muss hier natürlich auch seine Vorbildsfunktion erstmal hier natürlich zum Vorschein bringen. Und ich sag euch, raus aus eurem Zimmer und ein bisschen hier Sport machen gehen, genauso wie die da hinten. Und ich muss hier runter! Hey Leute, voll krass, ein paar Jungs haben uns hier erkannt, die spielen gleich ein bisschen mit dem Fußball. Jungs, ich komme jetzt rein! Oha Leute, ich habe voll lange keinen Fußball mehr gezockt. War okay. Schieß, komm! Bam! Zu mir! Oha, oha, oha! Wir haben noch keinen Platz gefunden gerade. Die Frage ist, wo machen wir das? Vielleicht machen wir das doch einfach bei diesen roten Dingern, die wir am Anfang gesehen hatten. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir spontan jetzt einfach gucken. Anscheinend nehmen wir jetzt diesen Platz einfach, weil hier auch gerade niemand anderes ist, außer halt die Autos, die links und rechts fahren. Okay, anscheinend nehmen wir jetzt diesen Platz, Leute. Hat nichts mit Bizeps zu tun, aber wir machen einfach draußen was. Freestyle-Session mit den Zucke. Da ist ja alles nass. Leute, ich kann nicht mehr. Also wirklich, ich bin aus der Puste. Kian denkt sich auch. Also ich muss echt sagen, Leute, heute Star des Musikvideos ist auf jeden Fall Sue. Also was er wirklich geleistet hat. Bruder, ey, Bruder, wirklich zu lustig, ey. Hä, als ob. Hast du mich nicht lachen gehört? Boah, Leute, ich bin gestorben. Eigentlich, ich sag euch, man müsste eigentlich Outtake uploaden und nicht das richtige Musikvideo. Das Ding ist, ich will euch das nicht zeigen, weil ich keine Ahnung habe, ob das Video sonst gesperrt werden würde. Meine Handfläche, genau mit der Hand, die ich gerade, wo ich die Kamera halte, die ist voll rot, die ist also voll am Bluten. Ich habe mich irgendwo hingemault, also ihr werdet das auch im Video sehen. Also im Musikvideo, ich bin 2-3 Mal hingefallen. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt denken, hä, warum, wieso, weshalb? Seht ihr morgen dann im Video. Und deshalb, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen saftigen Like da. Für Kian. Skir. Und zuerst zu dem You. Und ich sage euch ehrlich, ich bin super zufrieden. Der Song ist geil. Gönnt euch den Song dann auf Spotify, auf Kian Spotify. Da sind sogar noch ganz viele andere geile Songs. Also checkt gerne den ersten Link unten in der Videobeschreibung ab. Und auch wenn der Song dann morgen rausgekommen ist, auch unbedingt Spotify abchecken. Chaos Flow, ich bin auf deine Meinung gespannt. Haut rein, Leute, wir sehen uns.